Ja, willkommen zurück hier zum FIFA 15 Let's Play mit Arminia Bielefeld und jetzt gehen wir gleich direkt in die Partie gegen FSV Frankfurt und hoffen mal, dass wir hier das erste Tor mindestens erzielen können oder die ersten Tore. Die Trikots sind natürlich jetzt auch, wenn die Saisons immer weiter voranschreiten, nicht aktualisiert. Das liegt natürlich daran, dass immer nur mit den aktuellen Saisons der abgelaufenen Saison in diesem Fall gespielt wird und bei der nächsten Version dann die Trikots entsprechend auch wieder aktuell sind. Aber das dauert dann eben noch, bis ich nehme mal an, FIFA 16 rausgekommen ist und dann das Patch-Update wieder neu erschienen ist. Super, klasse. Elfmeterschießen, wir sind so toll. Oder auch nicht. So, wir starten jetzt erstmal ins Spiel. Wieder eine Übung abgeschlossen. Und Frankfurt gegen Bielefeld heißt es jetzt beim FSV. Das wird also interessant, denn der FSV ist sicherlich nicht die stärkste Mannschaft in der zweiten Liga. Und da sollten wir eigentlich schon mit mindestens einem, wenn nicht gar drei Punkten nach Hause fahren. Vielleicht nochmal so ein ganz kurzer Nachtrag zu der letzten Saison. Wir sind ja da unglücklich um unser Relegationsspiel gebracht worden, aber dass wir natürlich so gut abschneiden in der zweiten Liga, das konnte man natürlich wirklich gar nicht erwarten. Also ich persönlich habe mir gesagt, Hauptsache kein Abstiegsplatz. Und der Verein hat gesagt, lande mal irgendwo im Mittelfeld. Und da habe ich schon gedacht, ob das nicht ein bisschen zu viel verlangt ist in der ersten Saison, wenn man sich hier etablieren will. Und dann haben wir das auf dem dritten Platz geschafft. Also manchmal, wie in der echten Liga auch, nimmt sie einfach verrückte Verläufe, die man nicht so vorhersehen kann. Und da kann man jetzt einfach nur hoffen, dass wir in dieser Saison ähnlich gut platziert werden. Angeblich sollen wir ja sogar irgendwie um den Aufstieg, glaube ich, als Ziel mitspielen. Das wird natürlich sehr, sehr schwierig werden. Aber immerhin, wir haben sinnvolle Verstärkungen für alle Positionen vorgenommen. Konnten Abgänge kompensieren. Konnten uns auch neue Leute wie hier Tom Beugelsdijk holen, die eigentlich eine sehr gute Verstärkung sind. Ludger Falk, der alte FIFA-Schiri, wird hier wieder das Spiel pfeifen. Mal gucken, wie der das so macht. Während wir hier wieder anstoßen mit Jungglas, Fabian Klos und all den anderen. Oh, wie zum Beispiel Terracino, der erstmal den Ball im Gegner versenkt. Aber das hat der Gegner auch gut gemacht. Schön. Ja, und der Ball geht erstmal ins Tor aus. Da hat Julian Börner sehr schön den Gegner zugestellt, war nah dran. Deswegen, dass er einmal eine schlechte Leistung bringt, das muss ja nicht unbedingt für die Dauer heißen, dass er dauerhaft einfach nur schlecht ist. Und Jungglas mit der nächsten nicht so tollen Aktion. Okay, und der Gegner ist erstmal hier gut dabei. Aber Florian Dick kommt noch dazwischen, kann aber auch nur noch zur Ecke ablenken, sodass es hier gleich einen Eckball geben wird. Und Heimeroth holt sich erstmal die Leute dahin, wo er sie haben will, gleich in dieser Standardsituation. Schön dazwischen gegangen und direkt mal da reingegrätscht und direkt gelb. Ja, das kann ich nachvollziehen. Das war mit voller Absicht von Slatko Dedic. Wer kennt ihn nicht, den guten Dedic oder auch nicht so guten Dedic, je nachdem. Das jedenfalls war absoluter Käse. Diese Frustgrätsche direkt zu Anfang des Spiels. Dafür gibt es erstmal zu Recht gelb. Ja, auch das konnte nicht durchgehen, aber da konnte Karl jetzt auch nicht mehr viel machen. Und der Gegner wieder mit einem erfolgreichen Kopfball. Und Julian Börner passt auf, kann dort entscheidend steuern, allerdings dann wieder der
Aufbaupass von Schuppan, glaube ich, diesmal völlig daneben. Okay, und Abstoß. Na gut. Das war nicht beabsichtigt, aber Glück für uns. Also, der Gegner möchte hier gleich was wissen zu Anfang der Partie, nämlich ob er gefährlich vor das Tor kommen kann. Bisher ist das nicht der Fall, aber das muss ja nicht unbedingt was heißen. Wohin? Was hat das denn für ein Fehlpass? Oh je, also unsere Passquote dürfte eine Katastrophe sein hier für die ersten. Ah, Spielminuten, da kommt Terazzino nicht dran. Schade. Aber der Ball geht ins Aus zum Einwurf für uns. Hallo, darf ich? Jawohl. Irgendwie kommen gerade die Pässe so verzögert an immer. Na, das war nichts von Junglas wieder. Also das gefällt mir noch gar nicht bisher, unser Aufbauspiel. Das hat noch nicht mal mehr was mit unpräzise zu tun. Das ist einfach nur schlecht und sehr, sehr schläfrig bisher. Und fall erstmal hin. Jawohl. Ah, schön. Aber da muss er weit rüberschlagen. Sehr schön gemacht. Oh. Oh, abseits. Abseits. Alles abseits. Schade. Da stand er natürlich völlig frei, aber leider auch im Abseits. Ja, die Idee war gar nicht schlecht. Vielleicht einen Schritt zu weit gegangen und deswegen stand Junglas knapp im Abseits. Ja, die Idee war gar nicht schlecht vom Klos. Der hat den Ball einfach am Fuß behalten, weil der Gegner dann doch sehr unpräzise gestört hat. Früh stören heißt ja nicht immer, dass es gut gestört ist. Oh, der passt schon wieder. Ey, Leute, den habe ich doch gar nicht so gespielt. So ein Schmorn. So ein Schmorn aber auch. Schon wieder zu spät. Aber super von, ich glaube, Terracino sogar, der nach hinten mitgearbeitet hat. Was er eigentlich gar nicht sein Metier ist. Und erstmal die Powergrätsche, genau. Läuft bei ihm. Schön. Aufschuppern. Und abgegrätscht. Schade. Da kann er sich leider nicht durchsetzen. Aber immerhin geht es jetzt Richtung gegnerisches Tor. Nee. Zu stark der Pass. Nicht gut von mir gespielt und ja, was immer das auch war von Börner. Es war jedenfalls nicht das, was ich wollte. Und hier wird gleich wieder weiter angegriffen, natürlich durch den Gegner. Bolgesteik ist auch nicht der passsicherste, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das ist ja vielleicht so der Nachteil, den Frankfurt auch noch weiß aus eigener Erfahrung. Und Ecke. Na, immerhin. Da wurde schon sehr intensiv gerade gestört bei Junglas, aber auch nicht genug für einen Foul oder gar Elfmeter. Und dann grätscht er super den Ball ab. War das überhaupt Junglas? Kann auch Schuppan gewesen sein. Da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Der Schütz macht sich hier bereit. Oh, starkes Tor von Beugelsdijk, vom Neuzugang, der von Frankfurt gekommen ist, vom FSV. Und dann einfach im ersten Spiel gegen seine alte Mannschaft hier das Kopfballtor macht. Klasse Aktion. Super platziert der Kopfball. Behindern sich auch noch Verteidiger und Torwart ein wenig, wobei das war irrelevant. Das Tor wäre so oder so gefallen. War einfach schön aufs lange Eck geköpft. Und damit den Standard klasse verwandelt. Tom Beugelsdijk hier gegen seine alte Mannschaft mit dem Tor. Das ist natürlich besonders, wie sagt man, besonders deliziös oder besonders markant hier, dass er es wirklich geschafft hat, gegen seinen alten Club zu treffen. Jetzt aber
Oh, schön gemacht. Kommt da nicht dran. Ausfallschritt, egal. So, zwei Einsätze erst für Beugelsdijk und ein Tor hat er schon gemacht. Wenn die Stürmer halt nicht zum Abschluss kommen, dann macht man eben mal ein Tor aus dem Standard heraus. Auch das zeichnet eine rundherum gefährliche Mannschaft aus. Wie gesagt, bei FIFA ist es ja nicht mehr so einfach, per Flanken oder Eckbällen ein solches Tor zu machen, aber es ist möglich und es ist passiert. So, wir gehen wieder den Weg über links und Schüpper mit einem technischen Fehler, ganz schwach. Den soll er sich mal gleich zurückholen. Macht er auch. Kommt auch wieder nicht an den Ball. Oh je. Also das Passspiel ist wirklich nahezu... Ja, da hatte ich irgendwie schon ein A gedrückt. Das war ein bisschen doof. Denn, ja, ich hätte wahrscheinlich jetzt an meinem Controller hier den LS drehen müssen. Wer wir hier nochmal das schöne Tor von Beugelsdijk sehen. Toll verwandelt. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Und jetzt heißt es erstmal, die Führung in die Halbzeitpause zu bringen. Und den gegnerischen Spieler umzubringen. Nein, das natürlich nicht. Okay. Okay. Nö. Das war schlecht gemacht. Terracino ist da weit vorbei. Und Tor. 2-0. Fabian Klos trifft. Ein ganz einfaches Dingen aus der Drehung. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass das unbedingt passt. Und ich habe vor allen Dingen nicht damit gerechnet, dass der Torwart irgendwie rumsteht und den Ball hinterher guckt. Aber okay. Das ist natürlich besonders bitter. Jetzt kurz vor der Pause noch das 2-0 zu kassieren aus Frankfurter Sicht. Aber es hat Terracino toll gemacht. Spiel zurück. Peng aus der Drehung, eigentlich relativ torwartnah. Den kann man schon mit einem gewissen Reflex noch parieren. Aber gut getroffen war er halt auch. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. War schon nicht ganz schlecht. Und Fabian Klos macht in der nächsten Saison sein erstes Tor hier. Hoffentlich wieder mit ganz vielen Toren dabei. Schön. Das sieht nach ersten drei Punkten aus. Schütz hat dafür die Aktion vorhin noch gelb bekommen. Und jetzt heißt es erstmal Pausenführung zum 2-0. Hä? Frustrierte Fans der Gästemannschaft, habt ihr mal geguckt, wie es steht? Ich denke nicht, dass wir das heute nötig haben, eine Klagemauer zu besuchen. Aber gut, vielleicht sehe ich das auch alles falsch. So, zweite Hälfte. Es geht weiter und wir müssen uns wieder voll konzentrieren. Gut aufgepasst. Aber auch der Gegner frisch dabei. Okay. Ja. Okay. Sehr schön. Nein, nach oben. Ach Gott, falsche Richtung wieder. Ich kotze. Jawohl. Och, und dann wieder die Passstärke verkackt. Also, da bin ich noch nicht ganz so firm. Ah, schön, wie er den Gegner da umlaufen hat. Und, ah, heiliges Kanonenrohr an Pfosten. Das wäre eigentlich das sichere 3-0 gewesen. Und trotz der Störung da hat Fabian Klos noch geschafft, einen Abschluss zu machen. Aber nur noch auf dem Pfosten. Hier sehen wir nochmal sein schönes Tor vor der Pause. Ja, also da kann der Torhüter schon mal ein Knie rausstrecken oder so. Das ist jetzt kein unhaltbares Ding. Hohoho,
Und wieder Beugelsteig. Da wäre es fast zum zweiten Mal so weit gewesen, aber diesmal genau auf dem Torwart, der den Ball dann festhalten kann. Okay. Oh. Nächster dicker Fehler und dann kann. Nein! Ah, das war einer zu viel, den hätte ich direkt abschließen müssen. War dumm. Den hätte ich direkt abschließen müssen, wirklich. Ja, und Frankfurt kann hier nicht zufrieden sein bisher mit der Leistung. Noch ist ja nicht alles verloren, aber alle Zeichen stehen gerade auf Niederlage. Deswegen wird hier nochmal gewechselt. Und faul. Ja, das ist natürlich immer der gute Versuch, hier mit Klos durchzukommen. Jetzt kriegt er erstmal die letzte Ermahnung der Gegenspieler. Und wir bekommen möglicherweise eine richtig gute Freistoßgelegenheit. Nach dieser missglückten Grätsche kurz vorm Strafraum. Und ein zweiter Wechsel wird vorgenommen. Also Frankfurt möchte jetzt richtig was verändern. Oh, nicht schlecht, Herr Specht. Etwas mehr Drive zum Tor, etwas mehr anschneiden und sitzt der Ball. Da kann der Torwart dann wirklich fast nichts mehr machen. Kein schlechter Versuch von Tom Schütz. Hier das 3:0 zu erzielen, das liegt ja eigentlich schon in der Luft. Ja, wunderbar. Börner steht wieder bereit, um den Ball aufzunehmen. Oho. Ja, genau. Als wenn das kein Elfmeter ist. Wie blöd dieses Tackling wieder. Also sie lassen sich aber auch echt provozieren, die Frankfurter. Da hat man natürlich als Gegenmannschaft auch leichtes Spiel beim Stand von 2:0. Diesmal war es der Kapitän. Da ist er viel zu spät. Und wenn dann Hämlein den Zug zum Tor sucht, da ist ja klar, dass er ihn vor den Beine holen muss. Da gibt es auch nichts dran zu deuten. Ein völlig berechtigter Elfmeter hier. Damit kann Fabian Klos sein zweites Tor direkt markieren hier, wenn er denn trifft. Jawohl. Ganz souverän hier. 3:0 schon. Hätte bald gesagt 2:0. Aber es war das zweite Tor von Fabian Klos. Also eine richtig gute Leistung. Belohnt sich hier erneut. Und zeigt, warum er so ein wertvoller Stammstürmer hier bei uns ist. Und dann ist ja auch alles in Ordnung. Wenn er die Buden macht, haben wir natürlich auch leichtes Spiel mit den Gegnern. Das Ding ist hier auf jeden Fall gegessen. Ja, wir könnten jetzt eigentlich mal... Christian Müller nochmal einsetzen. In unserem ersten Wechsel und Manuel Junglas auswechseln, der nicht immer glücklich aussah, aber auch seine Szenen hatte sicherlich. Oh, schön gemacht, aber dann doch nicht ganz aufmerksam von Schuppan. Eigentlich eine gute Sache, aber so... Reicht es nicht. Aber hier Hämlein wieder ganz stark, wie er hier den Ball holt. Auch hier Müller ist durch. Der Gegner und seine Grätschen, das ist momentan aber auch wirklich... Oh nein, der kam etwas zu unpräzise, zu weit. Wäre ein super freistehender Kloster wieder in der Mitte gewesen. Da hätte man durchaus noch ein Tor machen können. Und warum nicht, wenn der Gegner die Räume öffnet? Nehmen wir lieber mehr Tore mit als weniger. Wichtig ist, dass wir die Defensivarbeit hier nicht so schlüren lassen wie gerade. Ja, gut, das gibt einen Eckball, nachdem Tom Schütz da den Fuß hinhält, damit die Flanke nicht durchkommt. Wäre vielleicht nicht unbedingt nötig gewesen, aber es war auch nicht das Falscheste an der Stelle. Okay,
und tot. Jawohl. Oh, aber zu weit, den kann er nicht erreichen. Schade. Wäre natürlich ein genialer langer Ball gewesen, aber naja. So wird das eher nix. Wehmeier für Schütz können wir nochmal bringen. Und pam, 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 vielleicht Marc Lorenz nochmal in den letzten Minuten rein für Terrazino, der auch einen guten Job gemacht hat, sicherlich. Aber zumindest seinen Einsatz erhält. Den er sich wiederum ja auch verdient hat. Oh, schön. Kopfballduell da. Gut gespielt und gewonnen. Oi, 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 oi. Aber da kommt keiner mehr ran. Hat zumindest nicht Klos. Dafür ist er jetzt auch ein bisschen zu lange schon im Match, dass er den Sprint noch gewinnen kann. Aber dafür ist er nach wie vor aggressiv. Oh, da war noch einer. Da habe ich jetzt gar nicht so mit gerechnet, dass da noch ein Spieler ist. Okay, Einwurf für uns. Ja, und die Gegner versuchen natürlich jetzt auch jede Aktion jetzt zu verhindern. Habe ich jetzt eigentlich drei eingewechselt? Ja, ne? Jo, habe ich. Okay. Ich war mir gerade nicht mehr sicher, ob es wirklich drei Auswechslungen, Einwechslungen waren. Oh! Schade. Ja, so der letzte Schliff in unseren Offensivaktionen fehlt noch. Ja, und ja, er kommt nicht ganz durch. Schade, es kann ja nicht immer funktionieren. Aber zumindest hin und wieder. Da habe ich doch gar nicht hingespielt. Was soll das? Junge. Oh, Glück gehabt. Meine Güte, das muss nicht sein. Jetzt noch ein Gegentreffer. Also da bin ich jetzt auch wählerisch. Ja, und da habe ich natürlich wieder zu früh gedrückt gehabt. Oh je, ja, der hat sich verletzt. Das sah nicht gut aus, was Beugelsdijk da gemacht hat. Ja, wäre ich jetzt nicht über einen Freistoß nicht weiter. Ah, erbost gewesen. Schade, der wurde abgeblockt, der Schuss. Also mir persönlich werden auch in FIFA 15 zumindest, kann ich jetzt mal an der Stelle auch erwähnen, zu viele Schüsse abgeblockt. Das finde ich manchmal nicht mehr realitätsgetreu. Ui. Oh, das war auch wieder ganz haarscharf am Elfmeter vorbei. Müller beklagt sich da auch noch, weil war ein bisschen, ja, ich kann jetzt einwerfen, aber wir haben zwei Bälle im Spiel. Gut, scheinbar interessiert das keinen. Ja. Und Abpfiff, das hat also keinen mehr interessiert, dass hier ein zweiter Ball im Spiel war. Also ein kleiner Bug im Spiel, den wir da gerade entdeckt haben. Aber immerhin. Ein richtig guter Saisoneinstand, unentschieden und jetzt der erste Sieg. Damit sind wir schon wieder gut auf Kurs. Schöner Kopfball nach der Ecke zum 1:0. Dann Klos mit einem ganz einfachen, oder sah zumindest einfach aus das Tor, es war nicht einfach, aber mit einem ganz klassischen Tor zum 2:0. Und damit ist Klos auch der Spieler des Matches, das geht auf jeden Fall in Ordnung. Björn Börner hat wieder eine ordentliche Leistung abrufen können, das freut mich ganz besonders. Auch Schützer diesmal eine ganze Ecke besser aus wie beim letzten Mal. Terrazino hat einen guten Einsatz gehabt. Der hat sich sicherlich auch den nächsten Startelf-Einsatz verdient diesmal. Das sieht richtig, richtig gut aus. Und ja, wir bewegen uns aufs Ende der Transferphase zu. Ich hätte eigentlich noch ganz gerne zwei Ersatzspieler für Rechtsverteidiger und Stürmer. Ich bin ganz ehrlich, bei beiden sieht es momentan nicht so wirklich danach aus, als wenn das was werden könnte, weil ich finde irgendwie keine vernünftigen Leute, denn ich will natürlich nicht die allerbesten haben. Also A müssen sie bezahlbar sein und B sollen sie nicht so stark sein wie unsere Stammspieler auf der Position, weil das unsere Stammkräfte auf beiden Positionen sind. Die möchte ich jetzt auch nicht jedes Spiel auswechseln, weil jemand anders unbedingt Einsätze haben will. Das wäre auch Quatsch. Und von daher müssen wir mal schauen, was da noch passiert in den letzten Tagen. Das werde ich wieder offscreen machen. Und ja, wir sehen schon in der Tabelle, nach zwei Spielen haben wir jetzt immerhin Platz 4 vorübergehend. Einige Spiele stehen ja noch aus.
Ja, und ich würde sagen, das war zumindest schon mal schön, dass wir den ersten Sieg hier verbucht haben. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, dritte Saison in FIFA 15er Karriere mit Arminia Bielefeld. Bis dahin, macht's gut und ciao.